Hallo, in diesem Video erfährst du genau fünf Dinge, die profitable von nicht profitablen Tradern unterscheiden. Nummer 1. Die profitablen Trader sehen es als Beruf, nicht als Vergnügen oder Hobby oder ich mach mal und mal mache ich nicht. Ein profitabler Trader nimmt wirklich diese Aufgabe als Beruf wahr. Das heißt, er ist wirklich jeden Tag am Start und jeden Tag werden Dinge abgearbeitet, wie in deinem eigenen Beruf, wie wärst du selbstständig, hättest dein eigenes Unternehmen. Es ist ein Unternehmen, was du führst, deine Operation Trading. Punkt Nummer 2. Ein profitabler Trader hat einen Tradingplan. Ein Tradingplan bedeutet, du schreibst dort alles rein, was du benötigst, damit du erfolgreich traden kannst. Das heißt, dort ist aufgeführt, genau wann, du wo und wie und natürlich auch warum in den Markt hineingehst und wie du dann diese Position wieder auflöst. Im positiven Fall und natürlich auch im negativen Fall, weil Verluste gehören natürlich auch zum Geschäft dazu. Dort steht genau drin, was du machst, wie du dich vorbereitest, wie du dich nachbereitest. Alle Dinge stehen dort drin. Im Grunde musst du diesen Tradingplan nehmen können, deiner Frau als beispielsweise geben können und deine Frau tradet mit deinem Tradingplan erfolgreich. Emotionslos, einfach durch dieses Abhandeln deiner dort festgelegten Regeln. Wir haben Menschen bei uns in der Ausbildung, die Tradingpläne haben, die 200 Seiten am Start haben. Es gibt aber auch Leute, die haben Tradingpläne von nur 15 oder 20 Seiten. Es kommt wie immer auf deine Detailversessenheit an. Nummer 3. Du kennst als profitabler Trader deinen positiven Erwartungswert. Du weißt genau, dass wenn du deinen Regeln folgst, du am Ende jeden Monats und natürlich auch jeden Jahres einen erfolgreichen Monat oder ein erfolgreiches Jahr hattest, weil es gar keine andere Möglichkeit gibt im Rahmen deiner statistischen Auswertung. Das heißt, wenn du zum Beispiel in einem meiner Workshops schon gewesen bist, du weißt, wo du diese Dinge ausrechnen kannst und natürlich muss es auf deinen von dir selbst gehandelten Daten beruhen. Nummer 4. Jeder profitable Trader macht eine tägliche Tagesvorbereitung und natürlich eine tägliche Nachbearbeitung. Die Vorbereitung, da geht es darum, zum Beispiel Levels einzutragen, wo du aktiv werden willst, weil wir werden nicht aktiv, weil eine Kerze plötzlich hektisch nach oben oder nach unten geht, sondern wir haben einen Plan, wie schon erwähnt. Wir bereiten uns also darauf vor, wir wissen, welche Ereignisse an diesem Tag anstehen. Wir wissen, wann wir was tun wollen. Alles ist perfekt. Eine Nachbearbeitung müssen wir immer machen, um zu sehen, haben wir denn unsere Vorbereitung, unseren Plan ordentlich abgearbeitet? Haben wir es geschafft, unseren positiven Erwartungswert auch in Euro oder in Dollar umzusetzen? Ja oder nein? Woran hat es denn gelegen? Also keine Ausreden bitte, die Oma hat zum Kaffee gerufen oder sonst irgendwas. Sind es Disziplinlosigkeiten oder gibt es vielleicht irgendeinen Bug in deiner Technik? Es geht also darum, zu erfahren, ob das, was du ertradet haben solltest, aufgrund deines Plans, mit dem, was du ertradet hast, im Einklang ist. Und Nummer 5, du hast ein positives Mindset, vor allen Dingen natürlich ein positives Geld-Mindset. Es gibt so einen schönen Spruch, das Geld geht zu dem, der es liebt und der, der es mag, zu dem läuft es hin. Bedeutet, wenn du dich wirklich positiv mit diesem Thema beschäftigst, nicht mit solchem Unsinn kommst, wie eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in den Himmel kommt, Geld wächst nicht am Baum und was weiß ich, was es für Blödsinn noch gibt. Wenn du dich positiv damit beschäftigst, wenn du aufgrund deiner Arbeit eben weißt, dass du A,
eine wirtschaftlich notwendige Tätigkeit erfüllst. Wir sind ja Liquiditätsprovider in den Märkten. Wir helfen ja anderen Leuten durch unsere Aktionen, billiger etwas zu kaufen oder teurer etwas zu verkaufen. Denn wenn wir nicht kaufen oder verkaufen würden, würde es ja jemand anders zu einem dann schlechteren Preis kaufen oder verkaufen. Bedeutet, wir haben eine wirtschaftlich positive Funktion und wir arbeiten unser überlegenes Wissen ab. Wir ziehen keine Omas über den Tisch, wir bereichern uns nicht an anderen Leuten, sondern wir verdienen Geld aufgrund unseres überlegenen Wissens. Und Nummer 6, ich weiß, ich habe gesagt nur 5 Punkte, aber Nummer 6 ist, wenn irgendeines von diesen 5 Dingen noch nicht von dir mit jawohl, weiß ich, kann ich, mache ich, vor allen Dingen das mache ich, beantwortet werden kann, dann ist Nummer 6, komm zum Olli in die Trading Masterclass. Den Link dazu findest du natürlich hier unter diesem Video. Ich wünsche dir wunderbar viel Spaß und auf eine erfolgreiche Woche. Danke, der Olli.